Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen Assassin's Creed und begeben uns mal. Ich hatte überlegt, dass wir uns nochmal nach hier begeben und alles holen, was da so rumliegt. Aber ich denke erstmal, dass wir die Mission weiter nach vorne treiben. Uns nach dort begeben, auf dem Weg das einsammeln und das. Ja, und dann weitersehen. So, wir wollen in diese Richtung. Und immer noch die dramatische Musik im Hintergrund, wo ich mich frage, was passiert gleich? Dass der... noch so ein Ordensmitglied, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Das habe ich gerade nicht gefunden, was ich eigentlich im Sinn hatte. Er kann nicht wie eine Henne beim Eier legen. Ich habe mir das Bein gebrochen. Bring wenigstens die Tischerlegende von da oben mit. Ihr zischt was! Bei Jürgen ganz gibt es Schlangen hier oben? Schon gut, schon gut. Du musst irgendwie da runterkommen. Siehst du einen Heuhaufen? Sitzt jemand fest? Mein Bruder. Wegen einer törichten Legende. Wenn man den Zischer von oben sieht und am Schwanz packt, hat man einen Wunsch frei. Und was ist mit deinem Bein? Wohl verstaucht. Hab versucht, ihn zu retten und bin abgerutscht. Wir sind ein trauriges Paar. Mhm. Schon gut. Hey. Schon gut, schon gut. Du musst irgendwie da runterkommen. Siehst du einen Heuhaufen oder sowas? Ein Heuhaufen? Bist du von Sinnen? Aus dieser Höhe? Das ist der sichere Tod. Nein, mein Schicksal ist besiegelt. Ich werde hier oben auf den Tod warten. Ja, dann mach's doch leiser. Okay. Drei Pfeile dafür verwendet. Oder verschwendet. Bei Gullenburg-Tifo. Hast es hochgeschafft? Du bist wahrlich mutig. Sollten wir jetzt reinkommen? Ich helfe dir runter. Aber wie kann ein starker Nordmann wie du Angst vor der Höhe haben? Und vor Schlangen. Ich weiß nicht, warum ich bei sowas immer mitmache. Wahrscheinlich, weil mein Bruder sonst einfach keine Ruhe gibt. Aber es steht mir bis zum Zäpfchen mit ihm. Kletter hoch, Arne. Geh in diese Wolfshöhle, Arne. Iss den roten Pilz, Arne. Geschwister sind ein Quell der Freude, aber auch des Leids. Ich habe selbst einen Bruder. Bringt deiner dich auch bei jeder Gelegenheit an den Rand des Todes? Komm, wir holen dich runter. Dann kannst du ihm ja sagen, was du fühlst. Über Gefühle reden? Mit meinem Bruder? Da lasse ich lieber die Schlangen an meinen Weichteilen nagen. Hier lang. Es ist zu hoch, hier komme ich nicht runter. Da, die Leiter. Sei vorsichtig. Kommt der? Ich hoffe doch. Wo lang jetzt? Hier lang. Da! Noch ein schlängelnder Teufel, der es auf mich abgesehen hat. Ich lebe noch, Bruder! Wir brauchen Erz. Und das Vier. Stoff haben wir eigentlich genug. Was ist eigentlich? Wir haben genug. Das reicht. Je nachdem, wenn wir da noch ein bisschen was benötigen, nimmt es dementsprechend auch ab. Aber momentan sieht das echt sehr gut aus. Und das
Erz fehlt uns. Wo ist der denn? Echt? Wieso läuft der nicht weiter? Ah, Schlange. Ich lebe noch, Bruder. Wieso habt ihr gerade eben nicht gesehen? Danke, Fremde, dass du diese Verschwendung von Atemluft zurückgebracht hast. Gern. Aber was war das für eine Geschichte, die du erwähnt hast? Der Zischer? Eine schöne Legende. Wer den Zischer am Schwanz ergreift, dem geht ein Herzenswunsch in Erfüllung. Wir jagten den Legenden Englerlands nach und fanden nur Gefahren. Wir sollten die Wanderstiefel an den Nagel hängen. Lebe wohl. Möge Odin deinen Weg mit Reichtum schmücken. Macht es gut und passt auf euch auf. Ein guter Bruder ist das größte Geschenk der Götter. Siehst du, du Tollpatsch. So viel Gejaule und am Ende waren es nur ein Hops und ein Sprung. Mach weiter so und ich überlasse dich hier den Wölfen. Hm. Dann klettern wir nochmal nach oben. Der lahme Bein. Ist es wirklich gebrochen? Nein, nur verknackst. Aber ich will mal sehen, wie du ohne mich klarkommst. Nicht mal eine Leiter kommst du runter, ohne zu winseln wie ein Kleinkind. Unten? Hier war doch gerade noch irgendwo eins. 23 nach oben. 20 nach oben. Ah, da. Sehr gut. Und da liegt noch was. Noch was, wobei das suche ich nicht. Komm raus. Eva, da. Wir müssen irgendwie da rein. Und ich möchte gerne irgendwie da rein. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Sehr gut. Was hier unten irgendwo reingeht, aber ich will jetzt... für das Erz. Oh, immer noch so hoch. Ich dachte, wir sind ein bisschen weiter unten, aber... Sehr gut, haben wir 11 gefunden. Also hier geht's nicht rein. Nochmal 7. Kommen wir da nochmal wieder? Oder versuchen wir es nochmal? Da müssen wir hochklettern. Oh, Verzeihung. Hier hoch? Ja, macht was. Was immer drin ist, ich will es gerne haben. Aber wie komme ich denn da hin? Ich sehe es nicht. Dass ich dann draufschießen könnte. Ja.
Möchten wir aufs Dach steigen? Vielleicht finde ich da ein Loch. Nein, leider nicht. Und wenn ich an der Wand hänge, dann kann ich es auch nicht aufkriegen. Ah, okay. Nicht gedacht, dass es aufschießen kann. Aber gut, dass wir standhaft geblieben sind. Und das gleich mitnehmen zu können. So, wir gehen weiter. Dahin nicht. Die Richtung. Und der Stadtmappe bricht. Der war voll. Das nehmen wir noch mit. Da haben wir ein bisschen Silber. Provianten müssten wir eigentlich auch voll sein. Ja. Yep. Silber. Auch gleich mit. Die zwei, drei Dinge, die dort im Wasser liegen. Lauf oder schwimmen oder bitte vorwärts. Aber tief. So. Schlüssel. Okay, da. Gehen wir ganz kurz nach oben. Ich meinte, wir können es schaffen. Aber safety first. Okay, sollte reichen. Auch ein bisschen Gold, damit wir dann den Kram wieder weiter aufwerten können. Bis jetzt finden wir ganz viel Silber. Auch nicht verkehrt. Also, die kleinen Silberteile, die wir da gefunden haben. Nein, Kupfer. Mich da hoch? Ja, komm mal. Kein Springdrücken, das ist nicht so gut. Aufgabe. Das mache ich überhaupt nicht gerne. Liegt mir auch gar nicht so. Aber geschafft.
musst mal mein Ale probieren. Wirklich. Meine Art. Kühneberg bekommen wir hier nur selten zu Gesicht. Welcher? Eivor, bringst du Neuigkeiten? Kents neuer Aldermann wird Tarn Tedmund sein. Tedmund? Oh, der Herr will mich prüfen. Ihr Dänen macht ihn zu einer Maus. Er verlässt kaum seine Feste in Kurfürstkester. Wie könnte ich Einfluss nehmen, wenn er nicht mit mir spricht? Oder mit irgendwem? Ein Rätsel. Treue entsteht, wenn Tedmund dir etwas schuldet. Wie zum Beispiel sein Leben. Fahre fort. Eine gestürmte Feste, ein entführter Mann. Wenn du seinen Feind in die Flucht schlägst, ihn vor dem sicheren Tod bewahrst, wäre seine Dankbarkeit... enorm? Völlig grenzenlos sogar. Doch diese Feste wird schwerer zu öffnen sein als die Schenkel einer Frau. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir könnten ihn aus der Feste in Hofeskester holen. Dafür brauchen wir einen kleinen, erfahrenen Trupp. Hofeskester ist kein Haus aus Stroh und Stöcken. Dort wimmelt es von Soldaten. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Verbirgst du etwas vor uns, Bassem? Es gibt ein Holzfällerlager in der Nähe. Beamersfield! Elfred hat Westsexe teuer befestigt. Mit unseren Wäldern. Das Lager versorgt ihn mit Holz. Tedmund ist dort. Unmöglich! Woher willst du das wissen? Ich hörte, dass Tedmund aus dem selbstgewählten Exil gelockt wurde, um die Befestigung von Kantuarbruch zu beaufsichtigen. Ihn sich in einem Holzlager zu schnappen, ist weniger gefährlich, als eine Feste anzugreifen. Aber dein Rettungsversuch wird nicht denselben Eindruck machen. Ist es das wert? Es könnte dennoch klappen. Ja. Ja. Bring ihn zum Felsenring. Und Fulke? Wenn ich Tedmunds Treue habe, sollst du Fulke bekommen. Geh. Ich werde einen kleinen Rettungstrupp aufstellen. Der Handel in Rakulfa und Tunbrück läuft prächtig. Die zahlen gut für meinen Fang. Die Mönche essen diese pergamentfarbenen Christen auch mal Fleisch? Glaubst du nicht an Jesus? Wo gehen wir jetzt hin? Dieser Abt gefällt mir nicht, Bassem. Er ist eigennützig und weicht aus. Kann er uns Fulke wirklich liefern? Der Abt ist ein Freund Fulkes, das ist offensichtlich. Solange er unsere Absicht nicht erahnt, könnten wir Glück haben. In der Tat. Das erinnert mich an eine Geschichte, vielleicht kennst du sie. Der Skorpion und der Frosch. Eine Kindergeschichte? Eine warnende. Der Skorpion will den Fluss überqueren, doch er kann nicht schwimmen. Also holt er einen Frosch zur Hilfe. Der Frosch willigt ein, ihn zu tragen, nachdem er dem Skorpion das Versprechen abgerungen hat, ihn nicht zu stechen. Lass mich raten. Der Skorpion wird wortbrüchig, gibt seiner Natur die Schuld und beide ertrinken. Der Skorpion überquert den Fluss und sticht einen unschuldigen Mann, der stirbt. Was will uns das sagen? Dass deine Geschichten schwammig sind und ihre Bedeutung noch mehr? Dass jede Geschichte 1000 mögliche Enden hat, von denen viele überraschend sind. Wenn der Abt Fulke nicht liefert, wird er durch meine Hand sterben. Und wir setzen unsere Suche fort. Ein ernüchternder Ansatz. Wo war wir hin? Beamersfield liegt direkt vor uns. Geh voran, ich folge dir. Zeig es mir. Ich hoffe, diese Jagd bringt uns eine fette Henne. Sobald der Abt Tedmunds Dankbarkeit hat, wird er Fulke ausliefern. Mehr als das wird es uns nicht kosten. Wenn dieses geistige Senkblei sein Wort hält. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Ah, du arbeitest lieber im Verborgenen. Habe Mann von Benil. Ich
Kommen wir da rein? Ein Mist. Wird leise machen, aber hat nicht so funktioniert. Wieder weitermachen, als ob nichts passiert ist. Der macht das schon. Okay, so wie zum Undercover-Einsatz. Haben wir noch einen? Nö. Dann können wir gerne weitergehen. Kann ich hier durchspringen? Noch einer da? Nicht erwischt werden. Hochlaufen reicht auch. Hier war noch ein Schlüssel. Wir holen das noch, das Ding, und dann ist es gut. Wir kommen gleich wieder, lauf bitte nicht weg.
Aber keine Chance gelassen. Sehr gut. Und jetzt können wir wieder zurückgehen. Ich glaube, uns das Rüstungsteil holen. Dafür müsste es jetzt reichen. Schlüssel haben wir ein paar. Warum der nicht weggerannt ist. War er gerade sehr beschäftigt. Eigentlich müssten wir so das ganze Kram suchen, den ganzen Kram suchen, sobald wir da das auf oder irgendwas auf Gold haben. Was mache ich jetzt mit dem? Nein, nicht umbringen. Zu jaulen und du überlebst. Überleben? Oh, Heilige, beschützt mich! Schweigen wird dich retten, Tedmund. Schweig, nicht deine Heiligen. Flieh, wir haben den Mann, wegen dem wir hier sind. Bringt dieses Unterfangen dein Blut nicht auch in Wallung? Arbeitest du nicht lieber im Verborgenen? Das haben wir doch. Wir haben den Raub dieses Mannes flink vollzogen, ohne dass uns jemand folgt. Wir verstecken uns vor alle Augen, das ist unsere Art. Jedoch nur bis zum Moment des Erfolgs, dem finalen Schlag. Ich handle und spreche lieber offen. Könige und Jarls, die das nicht tun, werden oft missverstanden. Als Anführerin kannst du nicht leugnen, dass Ränke und Heimlichtuerei ein Mantel sind, den man gelegentlich tragen muss. Wie viele aus deinem Clan kennen die wahren Umstände von Sigurds Abwesenheit? Du siehst, was ich meine. Ein Anführer muss wissen, wann er spricht und wann er schweigt. Denn Schweigen ist nicht immer eine Lüge. Es kann sich wie eine anfühlen. Du hast dich der Idee, sich vor aller Augen zu verstecken, geradezu verschrieben, was? Voll und ganz. So wie ich es mit allem tue. Okay, können wir weitergehen? Warum haben wir jetzt hingepackt? Packen wir ihn nochmal hin. Okay. Halt, Dänen! Im Namen Elfreds, König von Westsexe, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertans. Komm nicht näher, Christ, sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Behalte den hier im Auge. Er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann. Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tedmund ist? Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund. Wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze. Ich bin nicht Herrn Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Scherger. Ich heiße Scherger. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Bruder Scherger, du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Du kannst noch nützlich sein, Scherger. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein, 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 nein. Halt, halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, vor dem ich gewarnt wurde.
Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich ein anderer Dänenbund unserem Angriff anschließt, haben wir die nötige Ablenkung, um ins Innere von Hufeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten. Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornier spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hufeskester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Der kommt mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Die Vorzüge, Tedmund zu sein, schwinden rasch dahin. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Ich wurde mit dem Fluch geboren, wie jemand anderes auszusehen. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben. Was brachte dich davon ab? Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel dir nicht? Ich dachte, die Regelmäßigkeit würde tröstlich sein. Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornier spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler. Ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen. Ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah, der Eckpfeiler aller großen Künste. Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. Ich bin gespannt, wie er sich anstellt. Wir kommen zu spät. Hier herrscht großer Schrecken. Wir müssen die Überlebenden retten. Um jeden Preis. Nähern wir uns dem Hauptmann mit Bedacht. Er trinkt zu viel und braucht keinen Grund, um uns zu töten. Ja, ich bin es, Tarn Tedmund. Ich komme, um über meinen Befehl von vor kaum einem Tag zu sprechen. Diese Schweinshaxe bringt uns alle ins Grab. Ihr stinkenden Ausgeburten der Inzucht! Hört auf zu kläffen, ihr Hunde! Ihr seid nun Sklaven Kents. Tedmund, was machst du denn hier? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzusprechen? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Du bist Tedmund, wie ich sagte. Und ich wollte nicht anmaßend sein, Herr. Mir wurde nur gesagt, du wärst in Hufeskester. Ach ja? Und sehe ich so aus, als wäre ich in Hufeskester? Nein, Herr. Ein weiser Mann kommt immer unerwartet. Du reist in seltsamer Gesellschaft, Herr. Ein Araber und eine Dänin? Ich bin hier, um deinen Tarn bezüglich meines Volkes zu beraten. Das ist richtig. Eine Art kultureller Austausch. Vielleicht besuche ich eines Tages euer, Dänenland. Nordwege. Du hältst mich für eine Fremde. Doch sind wir nicht alle nur ein Abbild der Orte, die wir gesehen haben? Ja, nun, abgesehen davon, hast du weitere Befehle, Herr? Ja, ich befehle. Ich befehle euch, hier nicht weiter rumzulungern, sondern in eure Quartiere zurückzukehren, du Torfkopf! Und die gefangenen Dänen? Du musst sie alle töten! Jeden einzelnen von... Verzeih, nein, lass sie hier. Gefesselt. Als Festmahl für Wölfe und Krähen. Das ist alles. Ihr könnt gehen. Husch! Eine überzeugende Darbietung, welche dir deine Freiheit erkauft hat. Geh, schaffe dir dein eigenes Leben, fern anderer Fußstapfen. Das werde ich. Diese kleine Kostprobe der Macht lässt mich grübeln. Vielleicht habe ich ja das Zeug... ein Anführer zu werden? Ich glaube nicht. Warme Schenkel und Ale warten uns.
Kommt schon, ihr Faulpelze! Ihr habt Tedmunds Befehl gehört! Gebunden wie Tiere. Ich muss sie befreien. Ah! Mein Dank ist dir gewiss. Wir verdanken euch unser Leben. Diese sächsischen Hurensöhne hätten uns alle getötet. Ja, das hätten sie. Und nun könnt ihr euch rächen. Marschiert mit uns auf Hofeskester und plündert seine Schätze. Das würde ich gern. Doch wir sind zu wenige für ein solches Wagnis. Wir haben keine Verbündeten in Westsexe, die wir zum Kampf gegen ihre Landmänner rufen könnten. Mercia wird dem Ruf folgen. Gedrick wird uns eine Wikingerhorde stellen. Wir senden eine Nachricht nach Oxenafortshire. Die Mercer sind nur zu gerne bereit, Westsexe einen Schlag zu versetzen. Wie lautet dein Name, Kriegerin? Runa Ees, Tochter. Wir brauchen Schiffe, Runa. Unsere kleine Flotte ankert flussaufwärts. Doch eine Seekette versperrt den Zugang zu Hofeskesters Mauern. Ich entferne sie. Dann könnt ihr mit euren Schiffen kommen. Sammle die Waffen und Rüstung der Gefallenen ein. Gedrick und die Männer von Oxenafortshire werden sie brauchen, um ihre mercische Herkunft zu verbergen. Meinen Kriegern wurde heute Walhall verwehrt. Mir gefällt der Gedanke nicht, ihre Waffen an Sachsen zu verschenken. Sie haben große Opfer gebracht. Das macht ihr Geschenk umso größer. Unser Sieg wird ihnen Gerechtigkeit bringen und ihre Schatten kommen zur Ruhe. Das verspreche ich. Werdet ihr das Rüstzeug mit zur Schlacht bringen? Und wie lautet unser Plan? Am Morgen gehst du nach Buckingham und erinnerst Gedrick an sein Versprechen. Wenn er zustimmt, suche mich am Ufer nahe Hofeskester auf. Mit den Schiffen. Wir sollten ab Kühnebert vorwarnen. Er wird Zeit brauchen, um einen Rettungstrupp aufzustellen. Runa, das übernimmst du. Alles scheint bereit zu sein. Beim ersten Tageslicht breche ich auf. Gut. Das gibt uns Zeit zum Trinken. Okay. Du bist weit gereist, um deine Pflicht zu tun. Ist das Leben eines Verborgenen? Immer unterwegs? Mein Weg ist eher ungewöhnlich. Doch unser Credo reist. Unsere Ideale sind universell. Du hast also keine Heimat? Ich habe keine Heimat. Nein. Seltsam. Für mich ist Heimat Familie. Und die habe ich nicht. Keine? Nicht mal Heitam? Eltern, Brüder, alle tot. Ich verlor meine Eltern, als ich 9 Winter alt war. Ohne Sigurd wäre ich... Ich hätte... Es gibt immer ein unzertrennbares Band. Ja. Kinder sind erstaunlich. Sie können dir so viele Sorgen bereiten. Und so viel Freude. Sogar dein Herz anhalten. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Platz ein. Das Glück hatte ich nicht. Ich hatte einen Sohn. Ich vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Tut mir leid. Assim. Er wurde mir genommen. Von jemandem, dem ich traute. Einem Freund und Mentor. Einem Mann, dem ich alles anvertraut hätte. Doch wenn du blind vertraust, kannst du alles verlieren. Mir alles genommen. Alles. Okay. Sehr gut, ein bisschen abgeschlossen.
Die nächste ist nicht weit weg. Harte Nuss. Bereiten wir uns vor. Aber die machen wir das nächste Mal. Wo wollen wir hin? Ah, dahin. Waren wir hier schon mal? Keine Ahnung. Hier ist ein Kloster. Da ist der. Hier waren wir schon mal. Hier dann dementsprechend noch nicht. Reisen aber gerne hin und sind gespannt, was uns da erwartet. Den machen wir dann irgendwann anders demnächst und machen das mit sein, danach das andere. Wir haben hier ein paar Stufen, die setze ich gerne ein. Und zwar, ich hatte schon mal drauf gesehen und wollte gerne hier zum Herz hin. Ja, jetzt haben wir Stufe 104, nein 204, das ist sehr gut und das Blaue haben wir gemacht und haben noch ganz viel bei den Gelben und Roten offen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, ich hoffe das Ganze hat euch gefallen, wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne. Wir können ja auch hier das hier mal ein bisschen verbessern. Aber machen wir dann demnächst mal. Euch vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.